Christine aus Jena ergänzt jetzt Friederike Meyer zu Wendel Schott. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der Erwiderung der Opposition scheint es mir geboten, noch einmal kurz auf meinen Vorredner einzugehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass hier ein wichtiger Bestandteil des Antrags offensichtlich missverstanden wurde. Liebes Präsidium, liebe freie Redner, vor allem liebe freie Redner und liebes Publikum, herzlich willkommen noch einmal zu einer Wiederholung des Antrags für die Opposition. Und zwar, wir haben gefordert, ab der 5. Klasse, nicht für die Grundschule, bewusst nicht für die Grundschule, einen entzerrten Stundenplan, nicht eine Erhöhung der Stunden insgesamt, sondern eine entzerrung des Stundenplans. Das heißt, Samstagsunterricht bei gleichbleibender Stundenzahl. Das bedeutet, die Kinder haben unter Umständen mal eine Stunde frei morgens. Wie wirkt sich das denn auf den momentanen Schlafmangel aus, meine Damen und Herren? Führt das nicht eher dazu, dass es einen regelmäßigen Schlafrhythmus gibt? Führt es nicht dazu, dass wir zu einer alltäglichen Entspannung kommen? Eine alltägliche Entspannung, die eine alltägliche Grundlage für ein ausgefülltes Leben bietet für die Kinder. Und zwar in der Form, dass Schule und Freizeit täglich ein Gleichgewicht bilden. Und nicht wie jetzt, dass die Kinder samstags ins Bett fahren, also freitags ins Bett fahren und samstags nicht aufstehen können, weil sie so erschöpft sind. Und diese Erschöpfung hat die Opposition klar beschrieben. Bitte, Ihre Frage. Herr Kerstin, wollen wir eine Stunde morgens nicht starten, wenn ich kann? Das wäre das ja mehr Zeit. Was ist eigentlich ein Problem, die nicht freiwillig sagen, dass kein Unterricht einführen? Sehen Sie, wir möchten nichts freiwillig einführen, wir möchten flächendeckend diese Entzerrung einführen, weil wir sie absolut notwendig halten. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie man einen Stundenplan konstruiert. Jedes Kind hat einen anderen, also es wird nach Klassen gemacht und deshalb haben wir auch nicht. Ja, ich denke, es ist notwendig, das zu erklären. Das ist nicht klar. Nicht jede Klasse hat den gleichen Stundenplan. Ja, also das ist nicht so allgemein wissen, aber gut. Es ist ein Irrtum, meine Damen und Herren, das komprimierte Lernen in 8-Stunden-Tagen. Das ist sowas wie eine 12-Stunden-Schicht für einen erwachsenen Menschen. In 8-Stunden-Tagen tatsächlich eine Entspannung bietet oder so etwas, die Opposition suggeriert, dass wir heute einen Zustand haben, ohne Frust, ohne Schlafmangel. Wer von Ihnen Kinder hat, meine Damen und Herren, oder wer von Ihnen Geschwister, kleine Geschwister, ich habe kleine Schwester, ich weiß, wie das aussieht, wenn das Wochenende ist, wenn die Freizeit beginnt angeblich. Ja, ja, wir wissen, wie das ist, ja. Und aus diesem Grund ist die Kritik des Antrags erstens am Antrag vorbeigegangen und zweitens am Problem der Kinder. Wozu führt es, wenn wir diesen Antrag annehmen? Es führt dazu, dass die Kinder sich entspannen können. Es führt dazu, dass wir eine alltägliche Entlastung haben. Und diese alltägliche Entlastung wird sich positiv auf den gesamten Lebensrhythmus der Kinder auswirken. Und zwar in folgender Form. Es wird zu einer Leistungssteigerung führen, aber es ist ein Irrtum unserer Gesellschaft, dass Leistung zugleich Qual bedeutet. Was tut es heute? Warum gehen sich denn die Kinder nach Hause? Weil sie erschöpft sind. Warum gehen sie sich an den Wochenende? Warum finden sie keine Freude am Unterricht? Warum sehen sie nicht die Herausforderung? Wer von uns mal ein Instrument gelernt hat und mit Begeisterung Musik gemacht hat, wer von uns mal ein Lieblingsfach hatte, einen guten Lehrer, der ihn begeistert hat, der weiß, dass Leistung, das Niveau unglaublich schön sein können. Dass Leistung und Niveau nicht unbedingt eine Qual sind, eine Unterdrückung der kindlichen Seele, sondern dass Leistung und Niveau eine Herausforderung sind. Und diese Herausforderung hat die zweite Seite, und das ist deutlich die zweite Seite des internationalen Wettbewerbs, die PISA-Studie. Die Veröffentlichung der PISA-Studie zeigt eine Peinlichkeit nach der anderen das deutsche Schulsystem. Und da sollen wir tatenlos zusehen. Neben der Entspannung der Kinder und der Lebensqualität ist dies auch einer ganz alten Tradition verbunden, und zwar der Tradition des humboldtschen Bildungsideals. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass mehr Leistung einfach nur bedeutet, mehr intellektuelle Leistung in die Kinder reinzupressen. Wir haben ein Pensum, dieses Pensum muss geschafft werden und dieses Pensum wird geschafft, egal wie. Und diese Einstellung, meine Damen und Herren, ist eine, von der wir weg müssen.
dass die intellektuelle Leistungsfähigkeit allein darauf beruht, wie viele intellektuelle Stunden geboten werden. Es hat in den 90er Jahren eine Untersuchung gegeben, die gezeigt hat, dass Kinder, die Musikunterricht bekommen, später besser sind in Mathe als Kinder, die in dieser Zeit zusätzlich Matheunterricht bekommen haben. Und zwar deshalb, weil diese Musik ihnen geholfen hat für die Vernetzung der Neurostrukturen und auch für die Entspannung. Was ist, wenn das Kind an einem Wochenende für 2 Tage auf eine Konzertreise fahren will? Was kann es nach diesem Antrag in der Unterrichtsstadt? Ich weiß nicht, ob Sie jemals einen Antrag gestellt haben in der Schule, weil Sie eine Veranstaltung, eine kulturelle Veranstaltung besuchen wollten. Meines Wissens ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ja, ich habe ein Konzert, ich möchte da gerne hinfahren, das und das wird da geboten, das ist für mich wichtig, kann ich da bitte freigestellt werden? Das ist überhaupt kein Thema. Die Untersuchung in den 90er Jahren hat gezeigt, dass dieses Leistungsdrill-System im Endeffekt überhaupt nichts bringt. Und neben der Tatsache, dass es die Leistung nicht bringt, bringt es auch nicht die Lebensqualität. Und zwar nicht nur die Lebensqualität der jeweiligen Schüler, sondern es wirkt sich natürlich auch aus auf die Lebensqualität der ganzen Familie. Die ganze Familie ist davon betroffen, wenn das Kind da ist. Sagt, ich schreibe morgen Mathe, ich habe aber nur noch 1 Stunde bis zum Schlafen gehen. Und dann kann es nicht schlafen. Und daher kommt der Schlafmangel. Dieser Stress initiiert die anderen Faktoren und multipliziert sie. Und deshalb müssen wir dort ansetzen und diesen Stress reduzieren. Und zwar machen wir es in der Form, das ist auch angedeutet worden, ist etwas untergegangen und auch nicht aufgenommen worden, hier in der Betrachtung des Antrags, dass wir Projekttage machen. Das bedeutet, dass wir ein Problem vertiefen, dass wir nicht oberflächlich einfach immer mehr Stoff bringen, sondern dass wir tatsächlich zu einer Auseinandersetzung kommen, an diesen Projekttagen, und dass diese Auseinandersetzung im Endeffekt dazu führen wird, dass die Kinder in der Lage sind, ein Problem zu durchdringen. Und diese Faszination, die ein komplexes Problem bietet, die Faszination der vielfältigen Betrachtungsweise wird in dieser Form gewährleistet. Meine Damen und Herren, wertefreie Redner, wertes Publikum, stimmen Sie für den Antrag.